Na, dann wollen wir mal. Keinesfalls Knecht Adventure. Noch in der Beta-Phase. Da ruckelt noch die Musik weg. Ob das so sein soll, weiß ich nicht. Dann drücken wir mal auf Start. Hallo. Okay, man kann nicht sehen, was man anklicken kann. Das ist doof. Der Schild von Harald Blauzahn. Die Axt von Conan der Barbar. Wow. Die Tür ist verschlossen. Ich brauche einen Schlüssel. An solchen Ketten wurden früher Lehrer aufgehängt. Gruselig. Auf dem Schwert steht Ulfbert, Trademark, Made in China. Dieser Mauerstein scheint locker zu sein. Ja komm, der ist locker. Her damit. Obwohl der Stein locker ist, bekomme ich ihn ohne Werkzeug nicht heraus. Scheiße. Ach, die Axt ist zu schwer zu mitnehmen. Wie war das mit der Tür? Die Tür ist verschlossen. Ich brauche einen Schlüssel. Zwischen den Büchern liegt ein Schlüssel. Ja, welch ein Zufall. Nutzen wir den nochmal. Mal schauen, ob der Schlüssel passt. Hurra! Krass, der Raum von einem Magier. Das sieht aus wie eine Seite aus dem Necronomicon. Was ist das hier? Das hier? Cthulhu? Dagon? Wie sie auch alle heißen mögen? Klaatu Barata Nictu. Da ist doch etwas Spitzes hinter den Büchern versteckt. Potzblitz, Eiderdaus, ein Messer. Ja, jetzt vielleicht mit dem Messer an den Stein. Dieser Mauerstein scheint locker zu sein. So nicht. Ja, damit kann ich den Stein aus dem Mauerwerk lösen. Ja, was sagst du denn? So viel zur Beta-Version von Keinesfallsknechts Adventure. Wir schauen in ein paar Wochen nochmal rein. Aber soweit doch erstmal okay. Ein paar geklaute Grafiken, ein paar Soundschnipsel aus dem Netz. Und das Ganze wurde zusammengeschustert mit Scratch. So eine Programmierumgebungssoftware für Kinder. Kann man sich ja mal angucken. Ich hau den Link von Scratch unten in die Videobeschreibung und den Link zu dieser Bummel-Beta-Version, die sich ständig noch ändert, irgendwie auch rein. Vielleicht hat der ein oder andere ja auch Lust auf so ein Pille-Palle-Spielkram. Jo, so viel dazu. Bis denn dann.